Sehr geehrte Frau Doktor, ich danke Ihnen recht herzlich für die Liebe und auch für die sehr charmante Vorstellung. Und ich berichte Ihnen, meine Damen und Herren, zu dem generellen Thema, warum Frauen meistens ihre Männer überleben, von einem Phänomen, das wir Gynäkologen öfters hören, nämlich, dass eine Frau in der 10. Woche schwanger ist und mit ihrem Mann einkaufen geht und plötzlich dem Mann sagt, hier riecht es nach Tomaten. Der Mann riecht und riecht nichts und sagt seiner Frau, das bildest du dir ein, beziehungsweise das sind die orkanhaften Veränderungen in deinem Organismus während der Schwangerschaft. In Wirklichkeit, meine Damen und Herren, ist es wahrscheinlich so, dass es dort tatsächlich nach Tomaten riecht. Nur der Mann kann es nicht riechen, weil er eben nicht jene fantastischen Veränderungen in seinem Gehirn hat, das im Gehirn der Frau bereits in den ersten Wochen der Schwangerschaft stattfindet. Unter dem Einfluss von zwei spezifischen Hormonen, nämlich dem sogenannten Prolaktin und dem sogenannten Progesteron, vermehren sich die Stammzellen im Bulbus olfactorius, das ist der Terminus technicus für das Riechhirn, und das Riechhirn des weiblichen Gehirns erweitert sich, es verbessert sich. Die Frau hat zu diesem Moment ein Drittel mehr Riechhirnzellen als der Mann und kann dadurch natürlich auch Dinge riechen, die ein Mann nicht riecht und die auch sie im nicht schwangeren Zustand ebenfalls nicht riechen würde. Das, was in der Medizin bis vor kurzem als unmöglich gegolten hat, nämlich dass das Gehirn tatsächlich sich vergrößert, dieses Phänomen, meine Damen und Herren, lehrt uns die Schwangerschaft und hat mit einem Paradigmenwechsel damit begonnen, nämlich, dass unser Gehirn höchst mobil ist und dass diese Mobilität bei der Frau eine völlig andere Dynamik hat als beim Mann. Das Ganze dient natürlich im Darwin-Jahr, darf man das sagen, der Erhaltung der Art, der Reproduktion, der Fortpflanzung. Denn vor 5000 Jahren gab es ja noch keine Nahrungsmittel, die qualitätsgesichert waren. Und die Frau musste mit ihrem Riechhirn entscheiden, ob sie Nahrungsmittel dem Kind gibt oder nicht. Ob die Nahrung noch up-to-date ist, ob sie sicher und nicht verdorben ist. Und um das zu perzipieren, hat die Evolution das weibliche Gehirn in der Schwangerschaft mit einer Eigenschaft ausgerüstet, die für die Medizin höchst interessant ist, nämlich die Hirnzellen vermehren sich. Das Gehirn der Frau ist tatsächlich wesentlich komplizierter und wesentlich attraktiver, wenn ich das so sagen kann, wie das des Mannes. Denn die Frau vergrößert nicht nur ihr Gehirn während der Schwangerschaft, es vermehrt nicht nur die Gehirnzellen und damit ihre Leistung, sondern die Frau ist auch in der Lage, die Funktion des Gehirnes anders auszulegen als der Mann. Auch das dient der Erhaltung der Art und im Unterschied zum Mann hat die Frau die Fähigkeit, in ihrem Gehirn eigene endogene Beruhigungsmittel zu erzeugen. Das heißt, die Frau kann sich ihr eigenes Psychopharmakon bilden, wenn sie vom Mann geärgert wird, wenn die Umwelt sie belastet oder wenn die Reproduktion das erforderlich macht. Und das Ganze ist ja vor dem Hintergrund der Fortpflanzung zu verstehen. Würde ein Mann, meine Damen und Herren, und wir dürfen nicht vergessen, dass vor wenigen Jahrzehnten die Schwangerschaft und vor allem die Geburt ein lebensbedrohender Vorgang war, wo Frauen gestorben sind. Würde also der Mann wissen, dass er ein Kind zur Welt bringen müsste und dass dieser Vorgang so lebensgefährlich ist, wie er bis vor einiger Zeit noch war, wahrscheinlich würde er jede Woche einen Nervenzusammenbruch bekommen, aus Angst vor den Ereignissen und vor den Dingen, die auf ihn zukommen. Die Frau hat das nicht, denn sie schützt sich während der ganzen Schwangerschaft durch eine enorme Hormonsynthese und diese Hormonsynthese ist im Gehirn. Dort schafft sich die Frau ihr Beruhigungspulver und equilibriert sich so die 9 Monate bis zur Geburt.
geht der Geburt gelassen und ohne Angst entgegen und hat damit natürlich eine viel höhere Kapazität, Stress zu verarbeiten, als der Mann das hätte und als sie es auch in einem Zustand hat, wo sie nicht schwanger ist. Gerade am Beispiel der Migräne sieht man, dass die Schwangerschaft hier ein Schutzvorgang ist, denn viele Patienten berichten, ich habe zwar immer meine Migräne, aber in der Schwangerschaft war die Migräne weg. Und wenn Ihnen eine Frau das berichtet, dann wissen Sie, dieser Mechanismus, die Schutzhormone der Schwangerschaft sind hier aufzurufen, sind zu aktivieren und damit können Sie die Migräne eliminieren. Sie geben das zu, was während der Schwangerschaft normalerweise der weibliche Körper bildet. Und wenn Sie das substituieren, dann ist die Migräne, meine Damen und Herren, völlig beseitigt. Um nicht zu sehr ins Detail zu gehen, einen Satz oder eine Erklärung muss ich Ihnen schon noch geben, wie das funktioniert. Nämlich das weibliche Gehirn hat einen Rezeptor, das ist wie eine Tür, und durch diesen Rezeptor betritt das Hormon, das wie ein Psychopharmakon wirkt, die Zelle und bewirkt Beruhigung. Der gleiche Mechanismus, und das ist höchst interessant im Darwin ja, den gleichen Mechanismus findet man in der Lunge. Nur in der Lunge braucht die Frau keine Beruhigung. Nicht? Die braucht sie ja nur im Gehirn. Aber auch in der Lunge bewirkt das Schwangerschaftshormon und das Gelbkörperhormon, das Progesteron, die gleichen Veränderungen wie im Gehirn. Das führt in der Lunge zu einer verstärkten Sekretion. Das heißt, die Lungenzellen bilden mehr Schleim. Soll auch schützen vor Bakterien, vor Keime. Das Immunsystem der Frau ist auch ein völlig anderes. Das Immunsystem des weiblichen Körpers ist viel reaktiver. Die Frau schützt sich viel besser vor Immunerkrankungen und man weiß auch, und das sind ganz rezente Untersuchungen, dass mit Infektionserkrankungen der weibliche Körper viel besser zurechtkommt als der Mann. Die Frau hat ein höheres Potenzial, gegen Infektionserkrankungen zu Felde zu ziehen und verdankt das letzten Endes, und man wird das nicht glauben, dem Eisprung, der Ovulation. Und nachdem der Mann keine Ovulation hat, normalerweise, hat er auch nicht diese Immunkraft, mit der er sich schützt oder schützen könnte. Männer leben bei Weitem nicht so lang wie Frauen. Wenn sie zum Beispiel sich ein 80-jähriges Ehepaar hernehmen, Philemon und Baucis, und sie schauen sich den Mann an und sie schauen sich die Frau an, da werden sie meistens sehen, die Frau ist rüstig, ist wie gelahmt, der Mann ist ein Greis, kann schlecht gehen und hat x Lungenentzündungen und Pneumonien schon hinter sich. Weil eben das Immunsystem der Frau viel, viel besser ist und die Immunkraft ist nicht zu vergleichen mit der des Mannes.